Hallo, meine Lieben. Ja, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das letzte Mal eine Buchrezension gemacht habe. Wie ihr vielleicht wisst, das letzte Buch, was ich vorgestellt habe, war die Stadt der Tausend, nee, die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Und ja, dieses Buch hat mir damals so gut gefallen, dass ich mir dann auch gleich nochmal ein neues und anderes Buch von Walter Mörs gekauft habe. Und zwar die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär. Und ja, mir war bis dahin also Captain Blaubeer eigentlich kein so ein Begriff. Eher gesagt, natürlich war mir schon ein Begriff. Ich habe ihn als diese Puppenfigur bei dieser Kindersendung gekannt und seine Geschichten ja auch. Und die waren also auch immer schon sehr, sehr fantastisch dort. Ja, ich muss zugeben, ich habe mir die auch angeguckt, teilweise. Und ja, ich habe mir dann also gedacht, jetzt lese ich mal was Originales von Walter Mörs. Und ja, ich war also wirklich nicht enttäuscht worden. Also wenn man das Buch, wenn man die Geschichten von Käpt'n Blaubär kennt, dann weiß man ja, dass Käpt'n Blaubär also ein sehr, sehr weitgereister Bär ist, der schon alles Mögliche gesehen hat. Und ja, man weiß nie so genau, ist das jetzt erfunden oder ist das eine wahre Geschichte, die er da erzählt. Und hier in diesem Buch wird praktisch so die ersten 13,5 Leben des Käpt'n Blaubärs beschrieben. Aus seiner eigenen Sicht, also ist er geschrieben in der Ich-Form. Und ja, es fängt im Prinzip an, wie er von winzig kleinen Piraten in einer Nussschale gerettet wird, als ganz, ganz kleiner Bär, der dann immer größer und größer wird und praktisch diesen kleinen winzigen Piraten entwächst, auf einer Insel ausgesetzt wird. Ja, wo er dann auch langsam irgendwie so auch ja, heranwächst und immer größer und älter wird, dann auch wieder von dieser Insel abhaut, auf einer anderen Insel landet, ja, von dieser Insel dann auch wieder gerettet wird von einem Rettungssaurier und dieser Rettungssaurier, ja, nach einem Jahr in seinen Diensten zum Beispiel kommt da Captain Blaubeer dann in die Schule von Professor Nachtigaller, wo er also im Prinzip so das, ja, die beste Ausbildung Zamuniens erhält. Und ja, das geht dann immer so weiter. Er kommt praktisch von einer Situation in die andere, durchquert eine Wüste voller Zucker, die süße Wüste, kommt in ein Tornado, in diesem Tornado, der von Menschen bewohnt wird, die nicht altern können in diesem Tornado. In diesem Tornado hält die Zeit an, aber er kommt dann auch wieder heraus aus diesem Tornado, gelangt durch einen riesigen Kopf in die Stadt Atlantis. Und in Atlantis, allein diese Geschichte von Atlantis ist praktisch ein Buch selbst, ein Buch im Buch. Und dort wird er zum Schluss Lügengladiator, wo er praktisch gegen andere Gladiatoren versucht, ja, mit Lügengeschichten sie zu besiegen. Und natürlich werden da auch wieder Geschichten erzählt. Also es sind also Geschichten in der Geschichte, die sehr, sehr fantastisch sind, die sehr, sehr einfallsreich sind. Also Walter Mörs baut hier wieder einen wahnsinnig tollen Kosmos auf, der mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, voller fantastischer Gestalten und Wesen und auch Namen. Er findet Namen. Also ich würde da niemals darauf kommen, dass es ja, ich bin da vielleicht nicht ganz so fantasievoll wie Walter Mörs. Und ja, wie gesagt, Walter Mörs ist ja nicht nur Schriftsteller, sondern ja auch Zeichner. Wie gesagt, er ist ja bekannt durch das kleine Arschloch zum Beispiel, das er als Comicfigur gezeichnet hat. Und es sind natürlich ganz, ganz viele Zeichnungen hier drin, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann, die also das Bild, die das Buch einfach auch immer wieder abwechslungsreich und auch anschaulich gestalten. Das da hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ein großes Spinnennetz, in dem wieder kleine Spinnennetze sind und noch kleinere Spinnennetze. Ja, so ähnlich verhält sich auch das mit dem Buch hier. Es ist immer eine Geschichte noch in der Geschichte. Und hier in diesem Buch ist dann auch nochmal ein Lexikon drin, und zwar das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsform und Phänomene Zamuniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller. Ja, und es ist also sehr, sehr abwechslungsreich, spannend geschrieben. Und da es ja auch immer wieder Geschichten in der Geschichte sind, kann man auch immer wieder mal sehr gut aufhören und auch sozusagen einen Breakpoint finden, um das Buch dann wieder zur Seite zu legen. Also,
Wie gesagt, mir hat das Buch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zwar jetzt ein bisschen länger gebraucht, um es zu lesen, aber ich hoffe, das nächste Buch, das ich dann euch vorstellen kann, wird dann in Bälde werde ich euch in Bälde vorstellen können. Es liegt, wie gesagt, schon da. Ich habe schon angefangen, mal die ersten zwei, drei Seiten zu lesen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber dazu später mehr, also in einem anderen Video. Wie gesagt, das ideale Buch so für einen verregneten Sommer oder wenn mal eine Regenschauer ist oder sonst irgendwas. Die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Mörs kann ich nur empfehlen. Also, wie gesagt, das war es eigentlich erstmal. Ich wünsche euch also noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.